Ein herzliches Willkommen zum Audi-Blog. Mein Name ist Benjamin von automativ.de und heute haben wir das neue Audi RS5 Coupé hier hinter mir stehen. 450 PS Leistung haben wir, 600 Newtonmeter Drehmoment. Das schon ab 1900 Umdrehungen anliegt. Das reicht bis zum Drehzahlband von 5000 Umdrehungen. In 3,9 Sekunden geht es von 0 auf 100 und dieses Auto klingt richtig, richtig gut. Wenn wir uns die Front des RS5 Coupé anschauen, dann fällt als erstes auf im Vergleich zum Serienmodell, wir haben viel größere Lufteinlässe hier an den Flanken, links und rechts. Dann haben wir einen größeren Single-Frame-Grill, er ist breiter und nochmal gedrungener. Und darunter, was nicht fehlen darf, ist natürlich der Quattro-Schriftzug, den wir hier haben, denn das Fahrzeug verfügt über Allradantrieb. Darunter haben wir eine in Schwarz-Hochglanz ausgeführte Spoilerlippe hier. Darüber haben wir mit dem Carbon-Paket, das optional ist, auch noch ausgeführte Elemente, die sich unter den Lufteinlässen befinden. Beim Audi RS5 Coupé haben wir hier optionale Matrix-LED-Scheinwerfer. Die sind schön, denn die sind nochmal dunkler in dunkel ausgeführt. Was wir hier noch haben, sind seitlich neben diesen Scheinwerfern durch die Karosserieverbreiterung um 15 mm Stilelemente, die das ganze Auto nochmal auch von vorne etwas breiter, etwas wuchtiger wirken lassen. Wenn wir uns die Seitenlinie anschauen, dieses Audi RS5 Coupé, dann haben wir den Eindruck, dass es noch mal etwas tiefer ist. Und er ist auch tatsächlich tiefer. Wir haben zusätzlich dazu noch mal 20 Zoll Felgen, die sind auch optional serienmäßig, sind 19 Zoll Felgen. Dann haben wir hier ein Inlet, typisch für RS, für die RS-Fahrzeuge, RS5 Inlet hier. Carbon-Spiegel und ein schönes in Carbon ausgeführtes Inlet hier unten an den Schwellern. Was wir noch haben, ist ein Carbondach. Das bietet Audi auch jetzt zum allerersten Mal an. Das ist richtig schön verarbeitet und spart noch mal 3 Kilogramm ein. Insgesamt haben wir eine Gewichtsersparnis von dem ganzen Auto gegenüber seinem Vorgänger RS5 von insgesamt 60 Kilogramm. Auch das Heck ist breiter geworden. Wir haben hier zum einen diese Elemente, die sich mit den Frontscheinwerfern spiegeln. Die haben wir auch an den Rückleuchten, an den LED-Rückleuchten. Dann darüber hinaus haben wir eine Carbon-Heck-Spoilerlippe hier oben. Die ist enthalten im optionalen Carbon-Paket. Die größten Änderungen abseits des RS5-Schriftzuges fanden aber ganz unten statt. Wir haben hier nicht nur Carbon-Elemente beim Diffusor und Schwarz-Hochglanz-Elemente, sondern wir haben hier auch die ganz typischen RS-ovalen Endrohre, die einen richtig guten Sound machen und die richtig Spaß machen. Wir hören mal kurz rein. Dieser Sound kommt von einem neu entwickelten 2,0 Liter Biturbo-Aggregat. Die Abgasturbolader, die sitzen im heißen Innenfau und werden einzeln angeströmt. Insgesamt beschleunigt der Audi RS5 damit in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 und das ist ein wahrer Spitzenwert.